Im Augenblick sieht es so aus, als ob wir genug Steine hier hätten. Für den Bau. Von unserem Lager. Die Kirche ist schon mal fertig. Das hier wird abgerissen, sobald ich eine Laterne oben auf die Kirche gesetzt habe. Oh ja, ich dachte mir, so ein Hochlager, also mit einer Erhöhung zu bauen, so in den Eingangsbereich, würde hier am besten passen. Hab, glaube ich, sogar ziemlich die Mitte getroffen. Also ja, habe mich hier an dem Ding orientiert, an der Eingangstür, dass man durch das Lager halt durchlaufen kann, dann zu den Gebäuden links und rechts. Gucken wir mal, was brauchen wir denn noch? Ja, eine Workbench, ein Machine Shop und eine Forge. Oder ich baue in der Forge ein einzelnes Lager. Ja, ich baue in der Forge ein Lager und lasse dort die Zahnräder. Das ist auch eine gute Idee. Das ist sogar eine bessere Idee als die anderen. Also sagen wir, ich baue hier den Workshop hin. Mit der Workbench und dem Workshop. So. Das war falsch. Ja, nicht zu vergessen, hier die Stützen. Sollte sich eigentlich von der Länge ausgehen. Tut es auch, aber die zwei habe ich zu hoch gemacht. Und jetzt habe ich sie zu niedrig gemacht. Weil das sollte an Gebäudehöhe reichen. Das sollte dann auch sich so ausgehen. Na, so mit nicht unbedingt. Aber so. Ja. Dann kann ich so das Haus zudecken. Und dann die. Also erst die Workshops reinsetzen und dann das Haus zudecken. Ah ja, Fenster könnten auch nicht schaden.
So. Jetzt wähle ich das hier aus und mache daraus einen neuen Bauauftrag. So. Weil die haben jetzt hier erstmal zu tun, damit das Ding zu bauen, und wir haben kein Holz mehr. Wie unpraktisch. Das heißt, ich schnappe mir mal einen meiner Bauarbeiter und schicke ihn zum Holzhacken. Weil meine Holzfäller sind ja damit beschäftigt, das Holz zu bringen. Was hast du jetzt vor? Gehst du jetzt erst das Eisen aufräumen, bevor du Holz hackst, weil das Eisen höhere Priorität hat? Wenn ich jetzt das Ding auswähle und sage, ich möchte es verschieben, wie viele Scheißteile habe ich jetzt dann wieder dranhängen? Viel zu viel. Kein Problem, können wir fixen. Und sehe ich, die werden nicht mehr wirklich angezeigt. So. Jetzt kann ich das Ding kopieren und sagen wir hier hinsetzen. Oder ne, wisst ihr was? Ich setze es hier hin. So. Oder nehme ich es gerade nochmal, beziehungsweise bewege das Ding und setze es ungefähr an dieselbe Stelle auf der anderen Seite. Wie viel Platz ist das jetzt? Drei hier. Und wie viel zum Turm? Auch nochmal drei. Also, das ist Turm. Eins, zwei, drei weg und eins, zwei, drei weg. So. Und das sind meine beiden Werkstätten erstmal. Die Schmiede und die Werkstatt. Sage ich jetzt einfach mal so. Hier das Lager und dann kommen da vielleicht noch hier ein Häuschen. Ein Häuschen und da ein Häuschen und hier ein und hier irgendwie ein Häuschen hin. Und dann sind wir eigentlich fertig. Also ja, er hat das Eisen aufgeräumt. Wie viele Schichten haben wir hier noch? Zwei.
So, jetzt haben wir gerade Steinmangel mal wieder. Aber ja, Bergfried ist fertig, Kirche ist fertig, also so gut wie fertig. Wir haben das Zentrallager im Bau, wir haben die Werkstätten geplant. Naja, mehr zum Bauen gibt es ja nicht mehr. Oh. Das Labor fehlt auch noch. Na gut, da kommt hier das Labor mit rein. Und wir errichten doch für die Bomben hier oben einen Stockpile. Da kommen nämlich. Ja, diese. Die Fallen und die Zahnräder hier hin. Hier kommen die Sprengfässer und die Laternen hin. Und da kommen jeweils die anderen. Sachen hin. Ja. Gut. Ja. Ich wollte hier ja Stockpile rein haben. Sobald es denn mal wieder Holz gibt. Und mir fällt gerade so auf, ich kann auch Fenster in die Dinger einbauen. Kostet mich ein Holz und ein Glas. Das ist ja praktisch. Das heißt, ich muss auch demnächst mal die Glasproduktion wieder anwerfen. Weil das hier sind jetzt schon alleine. Acht Glas. Ich habe genau acht Glas. Aber ja, gucken wir bei der Gelegenheit auch gleich mal X-Ray. Die kosten zwei Steine.
Lass mir die Kirche hier drin ein bisschen verschönern. Das kostet Stoff. So, und dann noch ein Toll-Painting hier hin. Okay. Ja. Und ja, genauso hier. Fenster reinmachen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Müsste nämlich das hier mal um 80 Grad spiegeln. Wobei es eigentlich so rum gerade mehr Sinn macht, wenn die Tür näher an den Lagern ist und das Fenster da drüben. Ja, Fenster. Ist aber schon mal gut zu wissen, dass wir Fenster da einbauen können. Ah ja, das hier würde ich gerne um 180 Grad drehen. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen noch was zu tun erstmal. Das war nicht gut. So. Dann erstmal den hier wieder reinmachen. Dann wollten wir das drehen. So. Übrigens wieder weg, weil hier kommt dann nee, halt, jetzt muss ich gerade mal gucken. Doch, so rum ist es. Sieht gut aus. Jetzt hier die Mauern wieder drauf. Und fertig. So, Fenster werden installiert. Geben wir mal ein bisschen Glas in Auftrag.
Wir haben ja einen Holzfäller.